Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, ich wollte wieder Car-Mods Vorstellung machen. Und zwar drei neue Autos, die ich in mein Spiel hinzugefügt habe. Und ja, nur eine Sache, was ich sagen will, ist, und zwar, dass ich am Sonntag, also diesen Sonntag, der jetzt, also nächste Woche, der kommen wird, am 13., ist glaube ich der 13. Juli, werde ich für 3 Wochen weg sein. Aber dazu wird noch ein Informationsvideo kommen. Ja, gut. Ja, stelle ich euch mal die drei Fahrzeuge vor. Erstmal, es sind hier zwei. Der dritte wird eine Überraschung sein. Und ja, natürlich ein Mercedes, wie von mir sowieso erwartet. Ein E63 AMG und ein C63 AMG. Beide AMGs. Der E hat, glaube ich, Standard 500 noch was, glaube 550. Und der C hat 100 PS weniger, also 450 PS ungefähr, denke ich. Und ja, beide 6,3 Liter Motoren. Ja, Power ohne Ende, also das Ding zieht ordentlich. Und wie man sehen kann hier, 6,3 steht halt für den Liter Motor und hier genauso. AMG. Und ich finde die Texturen von dem Wagen richtig cool. Sind wirklich gut gemacht worden. Also auf jeden Fall Hut ab. Und ja, ansonsten fangen wir erstmal mit den E63 AMG an. Öffnen wir erstmal alle Türen. So. Leider hat der Modder nicht perfekt gemacht, wie man hier sehen kann. Ein paar Texturen fehlen. Und ja, hier vorne, wie man sehen kann, ist auch leider nur eine platte Textur, was auch nicht gerade so gut aussieht und ein bisschen schade ist, finde ich, weil der Wagen ist wirklich sehr cool und ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingswagen. Also, dass da leider nicht so viel gemacht wurde, ist schon ein bisschen schade, aber kann man nicht ändern, wie man hier sehen kann. Und ja, fehlen ein paar Texturen, aber ja, was wir machen, kann man nicht ändern. Ansonsten, die Bremsen sind auch von AMG. Und ja, und wie man auch sehen kann hier, ist ansonsten eigentlich alles ganz cool gemacht worden, wie man sehen kann, so Lenkrad und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall sehr cool. Wie man ja auch hier so sehen kann, die Texturen wurden auf jeden Fall sehr gut bearbeitet, nur so ein paar Stellen, würde man sagen, warum eigentlich so ein paar Sachen abgelassen, also ich verstehe es manchmal nicht. Es gibt wirklich manche gute Modder, die es wirklich sehr gut machen, aber es gibt auch wieder andere so. Aber sonst von außen sieht er ganz gut aus, finde ich, so außer das Kennzeichen halt fehlt. Ansonsten hat er auch Parkassistent drin, wie man sehen kann hier. Und ja, ansonsten der Wagen fährt sich sehr gut und ja, ich kann mal hier unter Options mal aufmachen, wie schnell der fährt. So, also, wie man sehen kann, also der Wagen ist schon schnell. Was soll man erwarten? Eine E-Klasse. Lol. E63 AMG. Sehr schönes Auto auf jeden Fall. Gefällt mir persönlich sehr. So. Die Türen fliegen gerade irgendwie komisch ab, aber. Naja. So. Jetzt kommt auch mein Lieblingswagen, den ich aber mehr mag. Und zwar den C63 AMG. Den finde ich ein bisschen cooler. Der sieht vom optischen, finde ich, so ein bisschen besser aus. Ja, die E sieht auch auf jeden Fall sehr cool aus. Aber ich finde so, die C sieht auf jeden Fall stylisch aus. Also ist meine Meinung. Und ja. Öffne mal wieder alle Türen. Bei denen ist es leider auch nur eine Textur. Was eigentlich sehr schade ist. Bei der Chefklasse war es anders, bei der S-Klasse. Und ja, ansonsten ist nichts Besonderes, so eigentlich so wie jeder andere Mod auch. Der ist gerade auf D. Hier ist Parken, hier ist Rückwärts, hier ist Leerlauf und hier ist D. Ich kann mal vielleicht vorhin hier so zeigen, vielleicht kann man es vorhin hier besser erkennen. Ja, also wie ich gesagt habe, P, Rückwärts, Leerlauf und D für Automatikgetriebe. Gas und Bremse, keine Kupplung,
Und ja, hier die Handbremse. Ansonsten eigentlich ganz cool gemacht worden. Hier auch AMG. Der schafft 200. Und ja, ansonsten, ich finde, der sieht richtig sportlich aus. Sieht auf jeden Fall ficker aus, Mann. Ist auf jeden Fall mein Lieblingswagen von den AMGs. Ich finde, der C und der E, also die beiden Wagen sind wirklich King einfach. Also C und E, 33 AMG sind einfach Killer. Wenn man die Wagen hat, hat man auf jeden Fall was erreicht im Leben. Ich finde, der Wagen fährt sich auch wirklich sehr cool. Und der sieht auch im Optischen wirklich sehr sportlich aus und ja, hat was. Na, der hat was. So. Auch wenn er nicht gerade so schnell fährt, ist er eigentlich schon echt sehr sportlich. Und ja. Ja, fuck me. Werde ich gleich machen, Alter. So. Jetzt kommen wir zum dritten Wagen. Das ist kein normaler Wagen. Den Wagen kennt ihr auch in GTA 5. Es ist ein, hier, wie sagt man, ein DLC-Fahrzeug. Und zwar den Monster Truck in GTA 5. Ja, die haben schon auch reingemoddert, weil ich den persönlich richtig cool finde. Der fährt sich wirklich sehr gut, auch wenn ein paar Fehler dabei sind und so, und dass man auch jetzt hier, wie ich es auch zeige, jetzt gleich so durch die Räder so laufen kann. Und ja, Nico sieht voll komisch aus, finde ich. Ja, ansonsten ist der Mod eigentlich ganz cool so. Also ist ja ein Webpitz. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Man kann auch so die Fahrzeuge auch so drüber fahren und so. Finde ich auch sehr cool. Und hier auch so kann man so rüberfahren. Okay, wird fail, aber normalerweise geht das. Ich habe den Patriot ersetzt, deswegen. Es leckt gerade bei mir wieder. Es liegt wahrscheinlich an den K-Mods, weil normalerweise leckt es bei mir nicht. Wie man sehen kann hier, zack, weg. Macht auf jeden Fall Spaß, mit den Dingen hier rumzufahren. Ja. So, zack. Ich komme ein bisschen schneller fahren. Es liegt auf jeden Fall an den K-Mods, wie man sehen kann. Das sind einfach zu viele Monster Trucks und das schafft dieser PC einfach nicht zu laden, deswegen leckt es. Also, tut mir wirklich sehr leid, aber kann ich nicht ändern. Sind einfach zu viele Monster Trucks. Ja, wenn man gerade gesehen hat, bin ich gerade irgendwie komisch durchgefahren. Und ja, ansonsten, man kann eigentlich schon so drüber Autos fahren und so, auf jeden Fall macht Spaß und ist auf jeden Fall was Neues in GTA 4. Ist auf jeden Fall ein cooler Mod, aber hat noch zu viele Fehler und ja, es leckt. Also ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist oder wenn ich jetzt ein anderes Fahrzeug nehmen würde, würde es jetzt zum Beispiel jetzt nicht lecken. Ich nehme jetzt zum Beispiel den Komet und wenn ich damit jetzt rumfahre, leckt es gerade bei mir gar nicht. So. Also jetzt leckt es bei mir gerade gar nicht. Muss wahrscheinlich an dem Wagen liegen. Okay, es leckt wieder bei mir ein bisschen. Ja, weil die ganzen Monster Trucks gerade hier spawnen, deswegen. Wie man gerade da vorne sieht. Ja, ansonsten sind es die drei neuen Fahrzeuge, die ich ins Spiel hinzugefügt habe. Und ansonsten schreibt mal bitte in die Kommentare, so wie ihr die drei Fahrzeuge findet. Diesen Monster Truck, den E63 AMG und den C63 AMG. Und ja, ansonsten, das war's dann. Haut rein, euer TSS und ja, ciao, ciao.